was ich zum Beispiel bin. Weder Deutsche noch Türke, irgendwas dazwischen. Ein halbes Jahrhundert ist sie nun alt geworden, diese merkwürdige, nennen wir sie ruhig Zweckehe, zwischen den Deutschen und den Türken. Doch was wissen wir eigentlich über sie und die ihr entwachsenen Kinder, die sich selbst halb scherzhaft, halb bitter, deukisch nennen? Hab einen Personalausweis, bist trotzdem Türke. Sobald die auf deinen Personalausweis drauf gucken und sehen, dein Name ist Bülent, ja, Türke. Deukisch ist eine Wortzusammensetzung aus Deutsch und Türkisch. Deukisch finde ich, ist okay. Also auf jeden Fall angenehmer als die Ausländer, dann die Ausländerkinder, dann Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe ja, wann war das, vor 15 Jahren meine persönliche Definition gefunden. Das war Berliner Türke mit preußischem Einschlag. Ein Produkt dieses Prozesses, den wir Migration nennen, sitzt gerade hier und spricht mit Ihnen. Beginnen wir zunächst bei uns selbst, mit einer Nachrichtensprecherin des RBB. Denn es ist immer gut, bei sich anzufangen. Nadja Lühr ist Journalistin und Moderatorin beim RBB in Berlin, in der Stadt, in der sie geboren wurde, zur Schule ging und studiert hat. Niemand würde auf die Idee kommen, ihr zu sagen, dass sie erstaunlich gut Deutsch spreche oder prima integriert sei. Das liegt auch daran, dass sie einen deutschen Namen trägt. Der Spielhallenbetreiber Merkur hat Klage gegen das Berliner Spielhallengesetz erhoben. Doch ihre Eltern sind Türken. Vor über 20 Jahren kehrten sie zurück in ihre Heimat. Nadja wird sie, wie jedes Jahr im Sommer, für einige Tage besuchen. Ja, ich bringe immer Tee mit. Und zwar türkischen Tee, der aus der Türkei nach Deutschland importiert wird. Und hier kaufe ich den wieder in türkischen und bringe ihn zurück, weil der türkische Tee, der da verkauft wird, der ist nicht so toll wie der türkische Tee, der hier verkauft wird. Und deswegen bringe ich immer, also eigentlich normalerweise 5, 6 Packungen türkischen Tee mit, die meine Mutter denn da verschenkt und verteilt. Ich habe mir selber nie Gedanken darüber gemacht, aber du wurdest ja immer gefragt. Was bist du jetzt? Bist du mehr Deutsch? Bist du mehr Türke? Also ich persönlich habe mir die Frage nie gestellt, sondern weil andere sie gestellt haben, habe ich allen gesagt, na, was bist du eigentlich für ein Quatsch? Nadjas Heimat ist Berlin. Die Heimat ihrer Eltern, die fast 3000 Kilometer entfernte Ägäis. Und dann gibt es noch dieses Dazwischen. Es ist Markttag in einem Dorf außerhalb von Izmir. Nadjas Eltern sind überglücklich über den Besuch aus der anderen Heimat. Das ist halt so ein bisschen so dieses Tragische der Türken, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die haben immer so eine Sehnsucht nach ihrer Heimat gehabt. Und immer irgendwie so eine Gespaltenheit. Die sind halt im Sommer 6 Wochen in die Türkei gefahren und dann mussten sie zurück nach Deutschland und haben da gearbeitet und wollten aber eigentlich immer hier sein, in dem Land, in dem sie ja auch willkommen sind. Das ist dann immer so diese Sehnsucht gewesen, hierher zu kommen. Und das haben sie dann, meine Eltern haben das dann gemacht. Aber hier haben sie dann gemerkt, dass ihnen wieder irgendwas fehlt. Also nicht nur, dass wir nicht da sind, sondern auch, auch das Deutsche. In Berlin gibt es mehrere Filialen eines Wäschereiunternehmens. Mustafa Karadeniz führt einen dieser Läden und setzt das fort, was seine Eltern vor 3 Jahrzehnten begonnen haben. Kommen Sie ran. Danke. Nur bügeln? Bitte. Die Geschichte der Eltern beginnt im Oktober 1961, als die Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei ein Anwerbeabkommen abschließt. Man könne gut verdienen, heißt es auf türkischen Flugblättern, und die Deutschen seien ganz in Ordnung. Schließlich wären sie genau solche Nationalisten wie die Türken. Man müsse lediglich ledig und gesund sein. Und also kommen sie, als sogenannte Gastarbeiter. Kurz gesagt kam es dazu, weil Deutschland einen Riesenboom hatte und nicht mehr genügend Arbeitskräfte.
Und das ist das Nix? Was wollen wir denn? Anständig wohnen willst du und anständig essen auch. Doch nicht nur der Aufbau der Wirtschaft im Westen lässt die Nachfrage nach Arbeitskräften wachsen. Es ist ein anderes Bauwerk, das gerade West-Berlin in einige Nöte bringt. Mauer ist gebaut worden, genau 61, 13. August. Und im gleichen Jahr, Oktober ungefähr, hat Deutschland mit der Türkei ein Abkommen gemacht. Ist kein Zufall. Die wurden ja dringend erwartet und dringend gebraucht. Auf einmal waren die Fabriken, die Betriebe leer in West-Berlin. Das vergisst man so schnell, ne? 50.000 Ost-Berliner, die in West-Berlin arbeiteten, wurden hinter dem Stacheldraht daran gehindert, weiter an ihre Arbeitsplätze zu gehen. Sie leisten jetzt Zwangsarbeit für die SED. Und haben durch die Sperre der Grenzen vom 13. August 11% unserer Mitarbeiter verloren. Die Schließung der Grenzen schneidet West-Berlin vom Rest der Welt ab. Viele Unternehmer verlassen die eingemauerte Stadt, aus Angst, man würde sie aufgeben. Berlin braucht ja junge Leute eigentlich, weil viele nach dem Westen gingen. Insofern, die Türken hier in Berlin war eine für die Berliner Wirtschaft eine Rettung. Liebe Mitarbeiter, im Namen der Firma heiße ich Sie herzlich willkommen und wünsche Ihnen für Ihren Aufenthalt in Berlin alles Gute. Ein Erdbeben in der Türkei treibt mit einem Schlag 20.000 anatolische Bauern in die Mauerstadt. Ihre Ankunft stellt sich für beide Seiten als Glücksfall dar. Sie kommen ohne Kinder und ohne Ansprüche. 1965 kommt auch die Mutter des heutigen Unternehmers Mustafa Karadeniz. Sie kann weder lesen noch schreiben, aber sie hat einen unbändigen Willen. Nicht, dass Sie nichts zum Mittag haben heute. Sie kam auf den Sonntag nach Berlin und Montag früh um 5 hat sie ihren ersten Job angetreten als Raumpflegerin in den ZDF-Studios Oberlandstraße, wo unter anderem auch damals die Hitparade von Dieter Thomas Heck produziert worden ist. Hier ist Berlin. Das war tatsächlich so, dass eines Tages meine Mutti kam von der Arbeit und stinksauer, richtig wütend. Und wir waren auch zufällig zu Hause und haben gefragt, was hast du denn, was hast du denn? Sagte ja, und ein Mann ist auf sie zugekommen auf der Arbeit und hat ihr sogar ein Foto gegeben. Und wir haben uns da schon die wildesten Geschichten ausgemalt. Ja, wenn, ja, kann ja sein, dass irgendjemand was von meiner Mutti will. Und das geht ja nun mal gar nicht, ne? Alles klar. Wo haben Sie denn Ihren Zettel? Und dann war das tatsächlich ein Autogramm von Dieter Thomas Heck. Und meine Mutter hat gedacht, der will was von mir. Ihr Dieter Thomas Heck. Ich werde gerade berühmt. Das darf man halt nicht vergessen. Die, die aus der Türkei nach Deutschland als erste Generation gekommen sind, waren wirklich Leute, die haben ihre Hacke auf dem Acker stehen lassen, ihre Axt an den Baum gehauen und sind hierher gekommen. Die waren sehr häufig ja auch billiger. Die waren mit weniger Lohn zufrieden. Die haben oft 12 bis 14 Stunden täglich gearbeitet, um hier Geld zu verdienen, was sie zum großen Teil zunächst mal nach Hause schickten. In der Vergleichbarkeit zu unseren deutschen Arbeitnehmerinnen müssen wir feststellen, dass die ausländischen Gastarbeiterinnen sehr arbeitswillig sind, sehr fleißig sind und auch die Pünktlichkeit lässt nicht zu wünschen übrig. Wir können sogar darüber hinaus sagen, dass sie am liebsten nicht 8 Stunden, sondern 10 Stunden am Tag arbeiten würden. Wenn der Vorarbeiter dann gefragt hat, ja Jungs, wie sieht's aus, wir müssten halt vielleicht Samstag, Sonntag nochmal eine Extraschicht einlegen, halt so, ja, könnte vielleicht einer von euch, und die mussten dann, also wir haben, das war so ein bisschen Unverständnis, weil sie dann gesagt haben, ja klar, also ne, da gab es keine Frage, da wurde halt geackert. Ja. Die wurden dann, weil sie, wie gesagt, im Heim gelebt haben, zusammengetrommelt, weil die mussten hin und her gefahren werden, und dann fragte meine Mutter die Nachbarin, was ist denn los, was ist denn los? Da sagt sie, naja, Feierabend, weil die war wohl schon ein paar Wochen da. Sagt meine Mutter, sind die Deutschen doof? Um 2? Feierabend? Und sie war immer, auch heute noch, sie macht uns aus der Türkei noch wirklich die Hölle heiß und Feuer unterm Arsch, wenn wir nicht arbeiten. Oder weil sie sagt, ohne die Deutschen damals, ohne diese Möglichkeit in Deutschland gearbeitet haben zu dürfen, sagt sie, wären wir verhungert. Es ist die Zeit, in der auch Nadjas Eltern nach Berlin kommen. Auch für sie ist es eine Flucht. Aber nicht die vor der Armut, sondern vor einer spießigen Gesellschaft. Die Eltern meines Vaters, die wollten nicht, dass mein Vater meine Mutter heiratet. Und die waren aber ein Liebespaar.
und wollten heiraten. Die Familie meines Vaters, die war sehr reich und die Familie meiner Mutter, die war sehr arm. Und das war so Mitte der 60er Jahre, da gab es halt gerade dieses Gastarbeiterabkommen. Und da fing halt überall Zettel in der Türkei aus, dass sie türkische Arbeitskräfte suchen. Die hat meine Mutter gesehen und hat sie gesagt, dann gehen wir halt nach Deutschland. Diese Bilder ist meine Frau. Erste Woche ist 1966 bei Siemens Arbeit bei Lütt. Und dann hat sie meinen Vater nachholen lassen, so 2-3 Monate später. Ende Juli, also 2-3 Monate später, die kommen auf Siemens. Erste Mal arbeite ich bei Siemens. Und da hat er den ersten Tag gedacht, okay, das mache ich noch. Und den zweiten. Ganzen Tag Farbe gemacht, abends nach Hause kommen, dachte mit mir. Wir müssen jetzt zurück, Türkei. Kann ich nicht. Er war super unglücklich und hat sich so als Mensch zweiter Klasse gefühlt. Die Türken machen das, was die Deutschen nicht mehr machen wollen. In der Mehrheit stehen nun sie an den Fließbändern. Als die Türken auch in den Betriebsrat drängen, wird ihre Arbeit selbst von der IG Metall behindert, erinnert sich der ehemalige Gewerkschafter Hakan Doganay. Urlaub gibt es kaum. Selbst zur Toilette dürfen sie nur zu festgelegten Zeiten gehen. Also Arbeitsbedingungen waren sehr, sehr schlimm. Erstens, Fließbandarbeit ist an sich ein sehr schlimmer Arbeitsprozess. Und zweitens, da sie auch überwiegend Dreischichtbetrieben gearbeitet haben, sie waren mehr oder weniger körperlich kaputt und sie haben auch im Vergleich zu ihren Arbeitsverhältnissen auch sehr weniger Lohn bekommen. Ich hatte aber schon als Deutscher am Fließband bei Ford gearbeitet. Und da war es noch ungewöhnlich, dass ein Deutscher überhaupt ans Fließband wollte. Da sagte mir der Mann vom Personalbüro, Sie haben doch hier Gymnasiumbesuch und so weiter. Sie können sofort als Angestellter arbeiten, am Fließband arbeiten. Das wurde abfällig gesagt. Arbeiten doch nur noch Ausländer. Also als ich erst mal freigestellter Betriebsrat war, war ich in Personalabteilung. Wollte ich Personalakten von ein oder anderen Mitarbeitern anschauen, die Migrantenhintergrund gehabt haben. Da stand ganz groß Stempel, rot, Ausländer. Die Türken stehen ganz unten. So nennt Günter Wallraff seinen Dokumentarfilm, den er Anfang der 80er dreht. Der Journalist verwandelt sich mit Perücke und Schminke in den Türken Ali, um die tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Ausländer aufzudecken. Er filmt sich mit einer versteckten Amateurkamera aus einer Tasche heraus. Trotz der schlechten Bildqualität gelingt ihm ein erschütterndes Filmdokument. Er muss die Gänge an einem Hochofen reinigen, ohne jeden Arbeitsschutz. Es ging so weit, wir bekamen nicht mal Schutzhelme. Bei gefährlichen Arbeiten, wo ab und zu glühendes Eisen runterfiel. Ich habe mir dann einen gekauft, einen Schutzhelm, wie andere auch. Deutsche Kollegen bekamen ihn gestellt. Kommt zur Arbeit, ein Deutscher hatte seinen Schutzhelm vergessen. Der Vorarbeiter sagte mir, du ihm Schutzhelm geben. Den gehört mir, habe ich gekauft. Du ihm geben, sonst du entlassen. Das war eine Alltagssituation. Ja. Ich musste ihm den geben, sonst hätte ich auf der Stelle den Job verloren. Bei Thyssen, dem größten Stahlkonzern Europas damals. Ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass ich als Anwalt Besuch bekam von Mandanten. Mit Dolmetscher kam der dann und wo ich feststellen musste, dass die ungeheuer ausgebeutet und ausgenommen wurden von cleveren, damals Westberliner Geschäftsleuten. Wir wissen ja, dass die ersten Wohnungen zur Verfügung gestellt worden sind in den schwer vermietbaren Bereich der Altbausubstanz in den innerstädtischen Westberliner Bezirken. Kreuzberg liegt zu dieser Zeit am Rand von West-Berlin. Die Welt ist an der Mauer zu Ende. Die Besitzer der vom Krieg angefressenen Häuser freut der Zuzug der Türken. Die beschweren sich nicht und zahlen zunächst anstandslos die völlig überteuerten Mieten. Oft nicht pro Zimmer, sondern pro Bett. Selbst Dachböden werden zu Wohnungslagern umfunktioniert. Doch für die Ghettoisierung werden selten die Hausbesitzer verantwortlich gemacht. Braucht er nicht direkt ein Ghetto sein? Nein, nicht Ghetto, aber dass sie jetzt besonders sind. Ein Bezirk oder ein Viertel, wo jetzt nur Türken oder Ausländer sind und ein Deutschen, ja? Dann würde doch nicht so viel Reibereien geben. Sie hätten überhaupt gar nicht hier reinbringen lassen sollen. Warum nicht? Nein, nicht daran. Und in dieser Situation haben die sich an einen Anwalt gewandt. Der musste ihnen leider sagen, also bevor sie so einen Vertrag unterschreiben, müssen sie ihn durchlesen. Aber die konnten ja gar nicht lesen. Und Deutsch schon gar nicht.
Da kauft so eine GmbH und Co. KG so einen Häuserkomplex auf. Die Leute werden über kurz oder lang rausgeekelt. Dann wandert man durch dieses Haus, zertritt Türen und Fenster und vielleicht noch die Kachelöfen. Dann ist das Haus entmietet. Und dann stellt man den Antrag auf Abriss. Den kriegt man und kann seinen sozialen Wohnungsbau da hinstellen, mit dem man das richtige Geld verdient. Die Türken werden nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für die Berliner Baupolitik benötigt. Trotzdem entscheiden sich die meisten zu bleiben. Denn noch immer ist es hier besser als in der Heimat, in der ein Militärputsch dem anderen folgt. Es gab die Diskussion, auch zeitweise Versuche von Zuzugsstopp, beispielsweise nach Kreuzberg oder nach Moabit. All das hat nicht funktioniert. Diese Debatten sind geführt worden. Deshalb ist die Integrationsdebatte nicht eine neuerliche Debatte, die irgendwann jetzt erst entstanden ist, sondern sie ist in der Tat schon viele Jahrzehnte lang geführt worden. Manchmal hat man Déjà-vu-Effekte. Wenn Sie nach Hause fahren, dann nur, um Urlaub zu machen. Zumeist mit dem Zug, mit dem sie auch gekommen waren. Ein junger türkischer Student arbeitet nebenbei für ein Reiseunternehmen. Er wundert sich, warum gerade die Türken nie einen Flug bei ihm buchen. Vural Öger geht direkt in die Wohnheime, um dort Flugscheine zu verkaufen. Sein wichtigstes Werkzeug ist eine Schreibmaschine. Derjenige, der schreiben konnte, der hat einen Respekt genossen bei den Bauhausgesellen. Da habe ich gesagt, wie geht's dir, wo kommst du her und so. Einige kamen mit Rezepten von einem Arzt, den sie nicht verstanden hatten, oder Befund von einem Arzt irgendwie, habe ich übersetzt. Einige wollten irgendwie Formulare, das habe ich gerne getan. Ich habe gesagt, jetzt kommt die Urlaubszeit, ihr wollt sicher im Urlaub, ne? Habt ihr schon was gehört? Es gibt Flugzeuge, und Flugzeuge hätte man Angst, was man sagt. Ich habe die Möglichkeit, euch ganz preiswert Flugscheine anzubieten. Ja, wir haben gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, ich werde mitfliegen. So alte Masche. Und dann gesagt, ja, wenn er fliegt, dann fliegen wir mit. So habe ich das. Ich habe in diesen Wohnheimen die einzeln überzeugen müssen. Als ich den ersten Flug hatte, werde ich nie vergessen, Hamburg, Istanbul, geflogen sind 114, gekommen sind über 500. Und zum ersten Mal eine Abschiedsszene im Flughafen Hamburg haben sie geküsst, geweint und so, also wirklich. Die Deutsche, für die Deutsche war so fremd, ja, 500 Türken auf einmal in der Abflugshalle. Es gab damals eine kleine Abflugshalle in Hamburg. Durch diese Türkenflüge war alles voll. Die Deutschen konnten nicht mal rein in den Flughafen. Öger gründet seine eigene Gesellschaft und wird zu einem der erfolgreichsten Reiseunternehmer in Deutschland. Viele Türken reisen allerdings auch gern mit dem Auto in die Heimat. Zum einen, um mehr Gepäck mitzunehmen und zum anderen, um zu zeigen, dass man es zu etwas gebracht hat, wie der Bruder von Mustafa Karadeniz. Kommen Sie ran, das Fernsehen kann warten. Bitte schön. Sie hätten mal sehen sollen, wie stolz der war, als wir den ersten 190er geholt haben, nagelneu am Salzufer. Baranzahlung 12.000 oder 14.000 Mark in Bar. Und alles so, der ist ja auch Schneider und Reiniger, ne? Und als er dann an die Kasse ging und die Frau sagte, oh je, ist aber viel klein, ne? Weil da waren wirklich noch 20 Mark und 50 Markscheine dabei, weil so viel 1.000 Mark. Und da sagte er, ist aber gebügelt. Da hatte der echt jeden Schein. Inzwischen bleiben die Türken nicht nur wegen der Arbeit, sondern weil sie selbst Kinder bekommen haben, die hier zur Schule gehen. Und denen geht es in Deutschland deutlich besser als in der Türkei, in der die Schulpflicht gerade mal bis zur 5. Klasse gilt. Meine Kind geboren, einen Monat noch nicht, ein paar Tage, 2 Wochen alt, Tochter. Ja, na, meine Eltern haben gearbeitet. Die haben also quasi 7 Tage in der Woche gearbeitet. Die waren halt fast nie da. Wir brauchen natürlich Geld, moderne Leben. Und ich war nicht im Kindergarten, sondern bin halt zu Tante Bernd gegangen. Also sie war unsere Wohnungsnachbarin und die war 70. Und das, die war halt auch eine einsame Frau.
denke ich so im Nachhinein. Und die fand es toll, mit mir zusammen zu sein. Bei Tante Bernd habe ich mich total komplett geborgen gefühlt und viel wohler. Also die hat mir Fahrradfahren beigebracht, Schwimmen beigebracht. Wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, manchmal, da lief dann so eine türkische Familie lang, da hat sie immer gesagt, ach guck mal, da sind deine Landsleute. Und das habe ich immer so als etwas empfunden, so, siehst du, das sind deine Landsleute und du gehörst nicht zu mir. Also wir haben zwar ein inniges Verhältnis, aber du bist trotzdem anders als ich. Die Kinder lernen in den Schulen besser und schneller Deutsch als Türkisch zu Hause. Wir sind zur Krippe gegangen, haben dort Deutsch gelernt und haben vormittags praktisch nur Deutsch gesprochen. Deswegen haben meine Eltern darauf Wert gelegt, dass wir zu Hause Türkisch sprechen. Nur meine Eltern haben Türkisch gesprochen. Und die haben von uns praktisch Deutsch gelernt. Das Deutsch, was sie mir beigebracht hätten, wäre so ein Infinitivdeutsch gewesen, so wie sie es selber kennen aus ihrer Fabrikzeit. Denn ich habe mal in der Fabrik meines Vaters gejobbt. Da hieß es halt immer, du hol ein Bier oder was du machen heute. Also so hat man mit meinem Vater über 30 Jahre geredet. Und ich bilde mir ein, ich kann halbwegs Deutsch. Und mit mir haben die genauso geredet. Sie spielen Cowboy und Indianer wie die deutschen Kinder. Doch irgendetwas bleibt seltsam. Und der Cowboy doch nur ein Kuhjunge. Erste, zweite Klasse. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten eine Lehrerin, die war sogar sehr eigentlich progressiv für ihre Verhältnisse damals. Die hatte die klassische Sitzanordnung aufgelöst und hatte so Sitzgruppen gebildet, die sich nach Tieren benannten. Und die Schwächsten, zu denen ich auch gehörte, das waren die Krokodile. Und da saßen halt die Kanakenjungs, also der José der Portugiesenjunge, Cem der Türkenjunge und die Deutschen, heute würde man sagen Hartz-IV-Kinder. Aber in der Realität kamst du natürlich nie raus, du bliebst Krokodil. Du warst einmal Krokodil und du bliebst Krokodil. Wir hatten halt keine Eltern, wo zu Hause ein Brockhaus stand. Sondern wir hatten Eltern, die waren Arbeiter, die selber keinen akademischen Hintergrund hatten. Und wir trafen ein Bildungssystem an, das auf uns nicht vorbereitet war. Das auf Arbeiterkinder, ich sage bewusst nicht Migrantenkinder, sondern auf Arbeiterkinder nicht vorbereitet war. Es ist keine Diskriminierung. Das ganze System ist eine Diskriminierung. In Wedding lebten wir damals. Meine Mutter hat mich dann zur Schule gebracht und dann wurde ich gleich in eine rein türkische Klasse dann eingeschult, wo dann mein Deutsch überhaupt nicht vorankam. Ich konnte überhaupt nicht die deutsche Sprache. Wer ist das? Ich. Die Berliner können sich noch immer nicht vorstellen, dass die Türken auf Dauer bleiben. Dabei sprechen die Zahlen für sich. 1973 leben bereits 80.000 von ihnen in der Stadt. Ist nun geplant, diese Kinder restlos zu integrieren? Oder wollen wir auf der anderen Seite sie ihrem heimatlichen Kulturkreis noch erhalten? Wie können wir das miteinander vereinbaren? Wenn sie in deutsche Klassen kommen, dann ist mit dem heimatlichen Kulturkreis, wie sie sich ausdrücken, nicht mehr viel her. Nicht wahr? Da ist nicht mehr viel drin. Also wenn es hier ein Sprachproblem gibt, gibt es nicht deswegen, weil die Eltern zu Hause Türkisch sprechen, sondern weil ich denke, dass die Aufteilung in den Schulen einfach nicht gut ablaufen. Wenn Sie das auf die gesamte Berliner Schülerpopulation einfach verteilen könnten, dann hätten Sie die Konzentration nicht. Das ist aber nur machbar, wenn Sie rigoros hier Kinder in dem Sinne quer durch die Stadt schicken. Und das möchte ich mal erleben, wer das aushalten soll. Anfang der 80er holen viele den Rest ihrer Familie nach. Aus den Gastarbeitern sind Einwanderer geworden, obwohl das keiner so richtig wahrhaben will. Sie haben kleine Unternehmen gegründet und sich eingerichtet in der Mauerstadt. Ich wohnte direkt an der Mauer, damals in der Heidelberger Straße. Also die Mauer war gleich zwei Meter weiter von mir. Im November 89 liegt Kreuzberg über Nacht nicht mehr am Rand, sondern plötzlich mitten in der Stadt. Eine Welle der Euphorie reißt die Deutschen mit sich. Du konntest ja nirgendwo mehr Auto fahren, Berliner Nachtleben, was da sich abspielt. Ich habe ja Türken gesehen, die 10 Markscheine verteilt haben. Aber als ich 2 Tage später mit meiner Mama in der Türkei telefoniert habe und meinte, du Mama, die Mauer ist weg, sagt sie, welche Mauer?
Na du, die ist immer nur arbeiten gegangen und war zu Hause. Das war eine komische Zeit. Ich fühlte mich wie eine Außenstehende. Es passierte irgendetwas, es gab eine sehr, sehr große Euphorie bei den Westdeutschen und den Ostdeutschen. Und das war für mich eher beängstigend. Ich habe mich zurückgehalten. Diese Mauer ist über uns gefallen. Und das sagen viele. Das haben wir gemerkt damals auch. Dass unsere Zukunft und unsere Geschichte mit der Mauer, wie sagt man, identisch war. Da gab es, glaube ich, auch einen Bruch von mir, auch in Bezug auf Deutschland, wo ist mein Platz. Während sich viele Türken von den Ostdeutschen ins Abseits gedrückt fühlen, sieht Remzi Kaplan in ihnen eine vielversprechende Zielgruppe, die dringend mit Döner versorgt gehört. Und er hat recht. Seit dem Mauerfall hat er ein kleines Imperium errichtet, mit einer eigenen Fleischproduktion und eigenen Läden. Döner im Brot ist übrigens eine Berliner Erfindung, nahrhaft und vor allem preiswert. Doch was ist drin in diesem seltsamen Fleischspieß? Überwiegend Kalb- und Hackfleisch ist das. Der aus geplättetem Scheiben- und Hackfleisch aufgeschichtete Dönerberg wird anschließend tiefgefrostet. Ist er dann einmal am Grill, muss er am gleichen Tag verbraucht werden. Was übrig bleibt, gehört in den Müll. Doch essen Türken selbst eigentlich Döner? Ich esse Döner, ja, aber nicht überall. Die Türken essen wenig Döner. Die Europäer, die anderen, die essen mehr Döner. Also eine Türke isst sehr wenig, weil viele kochen selber zu Hause. In Türkei isst man Döner auf dem Teller. In Deutschland isst man Döner auf dem Brot. Wer nicht gerade Unternehmer oder Akademiker ist, hat es als Türke nach der Wende schwer. Seine Arbeit übernehmen jetzt andere. Leute, die besser Deutsch sprechen als die aus der Türkei nachgereisten Familien. Der Ossi hat alles gemacht. Der Ossi hat für 4 Mark, 5 Mark gearbeitet. Ja? Du findest heute in der Gebäudereinigung fast 50% Ossis. Das ist auch nicht mehr für Türken, nicht mal das kriegen wir. Und der letzte Paukenschlag gegen uns war jetzt der Wegfall dieser Freizügigkeit, dass jeder, der aus dem Ausland kommt, hier arbeiten kann, außer Rumänen und Bulgaren. Der Deutsche, der Deutschrusse, der Ossi, der Pole, der Lette, der Dings. Also wir sind jetzt irgendwie auf Platz 11, 12, kurz vorm Schäferhund. Zwischen Ostdeutschen und Türken entsteht ein Konkurrenzkampf darum, wer der bessere Deutsche ist. Murat Topal erfährt das am eigenen Leib, als er seine Ausbildung bei der Polizei in Ost-Berlin macht. Naja, ich war nicht nur der Einzige aus dem Westen, also aus dem ehemaligen, sondern eben auch noch der Einzige, der Murat hieß. Ja? Und die anderen hießen eben alle Ronny, Rico, Danny und so weiter. Ja? Und da wurde erstmal festgelegt von der Mehrheit, okay, Murat ist dann für den Müll zuständig. Ja? Konnte ich dann aber relativ zeitig entschärfen, weil ich eben das Glück hatte. Ja? Es war nämlich so, dass man bei der Polizei hat man ja auch Deutschunterricht bekommen, was ja an sich schon irgendwie witzig ist. Aber da ging es halt in erster Linie um Berichterstattung halt so, ne? Also Schriftform und sowas. Und wenn man im ersten Ausbildungsjahr in diesem Unterrichtsfach eine 1 bekommen hat, dann hatte man im zweiten Ausbildungsjahr immer also bei diesen Unterrichtsblöcken Freizeit. Und das Schicksal hat es gut gemeint. Ich war jetzt der Einzige bei mir im Zug, der halt dann 1 bekommen hat und dementsprechend frei hat. Und immer wenn dann so ein bisschen was aufflackerte in diese Richtung, habe ich dann gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Ich gehe kurz eine Runde rüber, Sport machen. Kommt einer mit? Ach nee, ihr müsst jetzt zum Deutschunterricht. Die Deutschen müssen sich an noch mehr gewöhnen. Denn die meisten Türken haben nicht nur ihre Familie, sondern auch ihren Glauben mitgebracht. Jeden Freitag, den ich einrichten kann, gehe ich zur Moschee. Für mich ist das eben die halbe Stunde die Woche, wo ich auch mal zur Besinnung komme, mal überlegen kann, was habe ich Gutes gemacht, was habe ich Schlechtes gemacht. Was sollte ich anders machen? Assalamu alaikum. Solange wie sie keine Moscheen bauten, glaubten wir, Religion spielt keine Rolle. Sie spielt aber, und gerade für Auswanderer ist sie oft der einzige Halt, eine größere Rolle als für uns. Mein Vater ist ein sehr gläubiger Mensch, weil es in seinem Leben einen sehr großen Stellenwert hat und in seiner Lebensgeschichte oftmals tatsächlich das war, was ihn buchstäblich auch am Leben erhalten hat, sage ich mal. Und ansonsten ist das halt natürlich auch immer eine Informationsbörse, ne? Weil wenn man jemanden sehen will oder
was weiß ich, hier könnte man sagen, man braucht jemanden als Fahrer oder also man könnte hier eine Arbeitskraft suchen. Oder man könnte hier jemanden fragen, ob er nicht irgendwo eine kleine Riebeswand einziehen kann oder so. Oder die anderen haben irgendwas, was du halt kannst, ob man nicht was liefern kann oder so. Ist so eine kleine Tauschbörse. Assalamu alaikum. Es ist im Grunde genommen immer wieder das Versprechen an Gott, sich mit dieser Waschung von allen Sünden, die man unter Umständen damit begangen hat, sich reinwäscht. Ja? Also Mund ausspülen, so nach dem Motto, ich werde nie wieder lügen, ich werde nie wieder schlimme Sachen sagen. Und das ist alles symbolisch, dass man eben sauber ist und bis halt auch zu den Füßen, ne, dass die halt wirklich sauber sind und von Gott halt immer wieder um seine Barmherzigkeit bittet. Islam ist sichtbar und er tut was. Er organisiert sich aber eben hier wie hier, in dieser Gemeinde. Wir haben dieses Gelände und dieses Haus gekauft, da war es eben tot, da war hier nichts. Und wir haben hier mit Baucontainern angefangen zu beten. Und jetzt, 20 Jahre danach, steht ein Haus, steht der Name schön drauf. Ja? Die Leute kommen und gehen, wir haben Tage der offenen Tür, wo jeder kommen kann, gucken kann, reden kann, Fragen stellen kann, etc. pp. Und das, wenn es dann sichtbar ist, eignet sich scheinbar dann halt für Leute wie Sarrazin und andere, die dann damit werben, keine Moscheen mehr und dies und das, eben so ein bisschen als Feindbild. Aber dafür haben wir keine Sorge, wir haben auch keine Zeit dafür. Es ist Ramadan, der Fastenmonat. Tagsüber dürfen die Moslems weder essen noch trinken. Dafür geraten die Abende zu einem wahren Festgelage mit meist traditionellem Essen. Vieles von dem, was wir essen, beruht eigentlich auf arme Leute essen. Ne? Also wir haben alle bestimmt gefrorene Brennnessel im Kühlschrank, was man hier wirklich im Frühjahr schön frisch im Tiergarten pflücken kann. Und dann halt, die älteren Leute in Deutschland kennen das auch noch, Kuttelsuppe. Man müsste eigentlich mal überlegen, ob man nicht auch, nachdem so viele Muslime in Deutschland leben, ob man nicht in Deutschland einen muslimischen Feiertag einrichtet. Bietet sich vielleicht an, das Zuckerfest. Das Zuckerfest ist der dreitägige Höhepunkt und gleichzeitig der Abschluss des Fastenmonats. Man beschenkt sich und die Armen, besucht die gesamte Familie und putzt sich heraus. Es wird in der gesamten islamischen Welt gefeiert, so wie bei den Christen das Weihnachtsfest. Tja, damit könnte man ein Signal in Deutschland an die Muslime, als die Islamgläubigen richten. Wir akzeptieren eure Religion als gleichwertig. Es gibt Moslems, die sagen, ich gebe keiner Frau die Hand. Gibt es. Aber wie erfolgreich ist der Mann dann in dem, was er macht? Aber ich weiß, dass Allah mich liebt. Also Allah liebt mich einfach, weil ich total viel Glück habe. Nämlich, dass ich das Glück habe, dass ich eine Lesbe bin. Weil somit hat sich mein Leben total anders gestaltet. Vielleicht hätte ich als heterosexuelle Frau vorher geheiratet und hätte jetzt drei Kinder und könnte nicht all das tun, was ich heute tue. Doch es gibt einen bösen Geist, der durch das Land schwebt und für ein gehöriges Misstrauen und einige Wut bei den Muslimen gesorgt hat. Die Geschäftsmacher und so weiter, das sieht man nicht als Problem. Arbeitende Menschen, solange man braucht, solange sie funktionsfähig sind. Aber in dem Moment, wenn sie krank sind oder älter werden oder arbeitslos werden, ja, dann heißt es auf einmal, ja, die sind ein Problemfall. Wie Sarrazin. Selbst ist Sarrazin ein Problemfall in diesem Lande. Und ich finde es wirklich traurig, dass Menschen immer noch sagen, ja, der hat ja recht. Ich meine, womit hat er denn recht? Hinter vorgehaltener Hand sagt man schon, also diese türkischen Männer und diese Kopftuchmädchen, die gehen mir auf die Nerven. Das habe ich auch bei den Grünen früher gehört. Und dieses Bauchgefühl, das hat der Sarrazin hat es angesprochen. Und dann hatte er ganz viel Zustimmung. Und es war dann ein Punkt, wo wir Politiker uns auch vor dieser Debatte gar nicht mehr verschließen konnten, weil die war da. Und das war schon so, dass er einen Abszess aufgestochen hat. Und dann kam dieser ganze Eiter kam dann plötzlich raus. Hat er dann etwa
den Spannungen, den Problemen durch sein Buch irgendwie geholfen. Was hat er denn erwirkt? Ich kann sagen, was er erwirkt hat, dass viele Türken sich noch mehr zurückgezogen haben. Und erneut schwebt ein Wort wie eine Drohung über der Stadt, das von der Parallelgesellschaft. Ja, aber das gibt's doch. Parallelgesellschaften gibt es doch. Ich weiß gar nicht, warum sich die Politiker aufregen. Es gibt's. Es gibt den Türkenkiez, es gibt den Russenkiez, es gibt den Schwulenkiez, es gibt den Reichenkiez. Das gibt es doch. Selbst innerhalb der deutschen Schicht, die Gesellschaft, gibt es so viele kulturelle Unterschiede. Ein Bergarbeiter Anton aus Wanne-Eickel hat nicht die gleiche Kultur wie ein Hamburger, der in Kampfen auf Sylt Austern schlürft. Es ist auch immer noch keine Aussage darüber, ob die Parallelgesellschaft funktioniert oder nicht, solange sich keine Gegengesellschaften bilden, solange jetzt nicht Türken gegen Araber oder Türken gegen Deutsche anfangen, irgendwelche Kriege zu führen, solange ist es doch in Ordnung. Einer dieser Orte, an dem die meisten lieber schnell vorbeilaufen, ist die Kampfschule von Bülent Çalıkıran. Dabei lohnt sich ein genauerer Blick sehr wohl. Ich habe damals ein bisschen vor den Kopf gekriegt von irgendwelchen Jugendlichen. Und danach habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich meine Eltern sozusagen gezwungen, mir die Schule irgendwo zu besorgen und dann zu bezahlen, und damit ich dann trainieren kann. Es waren ja 5, 6 Jugendliche. Und die waren der Meinung, die müssten mir ein Fahrrad mitnehmen. Und ich habe es natürlich nicht zugelassen. Und die haben dann auf mich eingeschlagen. Zu Hause habe ich von meinem Vater noch einen Rennen bekommen, weil ich dazu gelassen habe, dass sie mich geschlagen haben. Ja, und danach ging es los mit dem Sport. Das Fahrrad war weg? Das Fahrrad war nicht weg. Das Fahrrad war erst 2 Wochen später weg, weil ich es im Haus vergessen habe abzuschließen. Da werden viele bei sein, die so ein Erlebnis hatten. Es sind doch viele bei, die so ein bisschen hyperaktiv sind, wo ich es weiß von den Eltern, dass sie hier ein bisschen Abwechslung kriegen und damit sie ein bisschen ruhiger werden. Seine Kämpfer sind nicht nur ruhiger, sie sind auch erfolgreich geworden. Einige haben inzwischen mehrere Meistertitel erkämpft. An diesem Abend schickt er sie im Prater, Berlins ältestem Biergarten, in den Ring. Boxen hat ein neues Publikum erreicht. Doch irgendwie ist es seltsam, hier in Deutschland, seiner Heimat. Und er denkt darüber nach, in die Heimat seines Vaters zurückzukehren. Oder besser, auszuwandern. Ich wollte ja schon ein paar Mal woanders hinziehen. Mein Vater fragt ja andauernd. Der ist jetzt in der Türkei. Ich soll rüberkommen, soll die Chef drüben aufbauen und hier soll ich das sein lassen. Also und so. Das nichts bringt hier. Ich verdiene ja hier nichts. Wie jeder andere Kleinunternehmer ja auch nichts verdient. Und drüben würde ich wahrscheinlich mehr verdienen. Du bleibst aber hier? Ja, wegen den Jungs. Wegen den Jungs und wegen den Kids, die ich hier habe, trainiere. Weil die haben ja dann keine Perspektive mehr. Sobald ich hier weg bin, was machen die denn auf der Straße? Hast du die nächsten Abhänger, die Blödsinn im Kopf haben? Du Missgeburt, du Bastard, Junge, Spaß, das ist halt auch Opfer, ne? Es gibt auch Opferin, auch sehr schön, ja, auch schon öfter mal gehört so. Mir fällt das auch auf, gerade in Berlin, so eine doppelte Halbsprachigkeit und dieses Schnoddrige und dieses Schmuddelige, das ist schon eine interessante Mischung. Ich meine, wenn du in irgendeinem Türkenfilm wieder mal mitspielst und wo so ein Slang ist, dann fängst du ja auch, ne, Alter, was machst du, komm, Scheiße, Auto, Moto, und dann fängst du an und plötzlich redet das ganze Team so. Ich mag das total. Also mit Sprache zu spielen, mit Identitäten zu spielen. Also wenn du heute 14-, 15-Jährige triffst, die können ja mindestens 30, 40 türkische Sätze oder jugoslawische Sätze. Und es hat sich so eine eigene Sprache entwickelt. Ich weiß nicht, ob es die Kanaksprache ist, aber wenn du so im Kiez bist. Kiezdeutsch ist eine Art Turbodialekt, also ein besonders dynamischer Dialekt des Deutschen. Da werden mir als Sprachwissenschaftlerin neue grammatische Entwicklungen quasi auf dem Silbertablett serviert. In Ich mach dich Messer haben wir zwei interessante
grammatische Befunde. Das eine ist, dies machen hat praktisch keine Bedeutung. Ne? Ja, nicht im Sinne von herstellen. Ne? Das zweite ist, Messer hat keinen Artikel. Ne? Beides, nämlich dieses semantisch sogenannte gebleichte, von der Bedeutung her gebleichte Verb und dieses sehr feste Nomen ohne Artikel, das haben wir im Standarddeutschen auch und in allen anderen Varianten des Deutschen, das sind die sogenannten Funktionsverbgefüge. Also zum Beispiel, ich mach dir Angst. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Mein Kollege meinte vor kurzem zu mir, ich habe letztens gesagt, machst du Schlüssel, als wir nach Hause kamen? Pure Absicht. Sie wissen genau, was er meinte. Eigentlich ist die Sache ganz passabel. Die Türken haben eben zwei Heimaten. Doch sind sie in der einen, zieht sie die Sehnsucht zu der anderen. Ich war fast 30 Jahre, bin ich in Deutschland, nur Abenteuer gelebt. Habe ich gesagt, genug Kinder groß, wir gehen wieder nach Hause. Dann habe ich alles Wohnung und Lassen für Kinder. Dann habe ich meine Liebste nehmt, vor 22 Jahren hier gebracht. Hier war die Türkei schön. Sonne scheint gut, Luft ist gut, Wasser mehr. Sie haben uns dann einfach ja, so freigelassen, so empfinde ich das, indem sie zurückgegangen sind. Die Eltern, die immer arbeiteten und nie für die Kinder da waren, sind fort. Doch so richtig frei fühlt sie sich noch immer nicht. Die Eltern sind zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Doch was sind ihre Wurzeln? Ist sie Türkin? Ist sie Deutsche? Sie beschließt, ihren türkischen Namen abzulegen und fortan Nadia Lür zu heißen. Ich habe ihn, als ich meinen deutschen Pass bekommen habe, mit 18, so ein bisschen deutscher gemacht. Und das war für mich damals auch ganz wichtig. Das gehörte eben dazu, nicht mehr so als Fremde wahrgenommen zu werden, sondern eben komplett als Deutsche. Und ich wollte auch nicht immer, wenn man mich kennengelernt hat und dann hat man meinen türkischen Namen gehört, dann immer sofort mich auf dieses Türkisch dann reduziert. Und ich wollte einfach erstmal so als Person wahrgenommen werden, als die Person, als die ich bin. Und als ich dann diesen viel deutscher klingenden Namen dann hatte, war das auch so. Da spielte es überhaupt keine Rolle mehr. Keiner hat zu mir gesagt, was? Man merkt es dir gar nicht an, man sieht es dir gar nicht an, dass du türkisch bist. Das spielte dann keine Rolle mehr. Und das war für mich viel einfacher. Einerseits. Andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass ich meine Eltern zum Beispiel damit sehr verletze und dass auch so türkische Verwandte und Bekannte das als Verrat empfunden haben. Also ich habe schon auch einen Teil meiner Identität abgelegt dadurch oder verleugnet und hatte auch das Gefühl, dass das auch nicht wirklich gesund ist. Also ich weiß nicht, jetzt über 20 Jahre später, ob ich das jetzt nochmal gemacht hätte, das weiß ich nicht. Mittlerweile bin ich aber so beheimatet, auch in meinem deutschen Namen, ja, dass ich das auch bin. Also ich bin auch Nadia Lür. Fragen wir zum Schluss nicht nach den Türken, sondern nach uns selbst. Wer sind eigentlich wir? Wir Deutsche sind wenig flexibel. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft, unflexibel zu sein. Typisch deutsch ist, dass man Dinge verkompliziert. Wir überlegen dreimal, wir sind viel größere Bedenkenträger. Naja, wenn wir so 10 Leute am Tisch sitzen, es geht um Bezahlen, dann sagen sie, komm, wir zahlen mal heute auf Deutsch. Das heißt, jeder für sich. Das ist ein Klassiker. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Wenn keiner mit mir spricht, dann bin ich ein typischer Türke, dann bin ich wirklich ein echter Türke. Aber wenn man mit mir spricht, dann bin ich doch ein, denke ich, umgänglicher Mensch, oder? Wir werden nicht weggehen, wir werden hier bleiben und wir werden auch woanders hingehen. Aber wir werden alles haben, wir werden auf allen Stühlen sitzen. Wir wollen auf allen Stühlen sitzen, weil das ist auch unser Land, klar. Krass Optik, alter Land. Bei Siemens. Und hat er den ersten Tag gedacht, okay, das mache ich noch. Und den zweiten. Ganzen Tag Farbe gemacht, abends nach Hause kommen, dachte mit mir. Wir müssen jetzt zurück, Türkei. Kann ich nicht. Er war super unglücklich und hat sich so als ja, Mensch zweiter Klasse gefühlt. Die Türken machen das, was die Deutschen nicht mehr machen wollen. In der Mehrheit stehen nun sie an den Fließbändern. Als die Türken auch in den Betriebsrat drängen, wird ihre Arbeit selbst von der IG Metall behindert, erinnert sich der ehemalige Gewerkschafter Hakan Doganay. Urlaub gibt es kaum. Selbst zur Toilette dürfen sie nur zu festgelegten Zeiten gehen.
Also Arbeitsbedingungen waren sehr, sehr schlimm. Erstens, Fließbandarbeit ist an sich ein sehr schlimmer Arbeitsprozess. Und zweitens, da sie auch überwiegend drei Schichtbetrieben gearbeitet haben, sie waren mehr oder weniger körperlich kaputt und sie haben auch im Vergleich zu ihren Arbeitsverhältnissen auch sehr wenige Lohn bekommen. Ich hatte aber schon als Deutscher am Fließband bei Ford gearbeitet. Und da war es noch ungewöhnlich, dass ein Deutscher überhaupt ans Fließband wollte. Da sagte mir der Mann vom Personalbüro, Sie haben doch hier Gymnasium besucht und so weiter. Sie können sofort als Angestellter arbeiten, am Fließband arbeiten. Das wurde abfällig gesagt. Arbeiten doch nur noch Ausländer. Also als ich erst mal freigestellter Betriebsrat war, war ich in Personalabteilung. Wollte ich Personalakten von ein oder anderen Mitarbeitern anschauen, die Migrantenhintergrund gehabt haben. Da stand ganz groß Stempel, rot, Ausländer. Die Türken stehen ganz unten. So nennt Günter Wallraff seinen Dokumentarfilm, den er Anfang der 80er dreht. Der Journalist verwandelt sich mit Perücke und Schminke in den Türken Ali, um die tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Ausländer aufzudecken. Er filmt sich mit einer versteckten Amateurkamera aus einer Tasche heraus. Trotz der schlechten Bildqualität gelingt ihm ein erschütterndes Filmdokument. Er muss die Gänge an einem Hochofen reinigen, ohne jeden Arbeitsschutz. Es ging so weit, wir bekamen nicht mal Schutzhelme. Bei gefährlichen Arbeiten, wo ab und zu glühendes Eisen runterfiel. Ich habe mir dann einen gekauft, einen Schutzhelm, wie andere auch. Deutsche Kollegen bekamen ihn gestellt. Kommt zur Arbeit, ein Deutscher hatte seinen Schutzhelm vergessen. Der Vorarbeiter sagte mir, du ihm Schutzhelm geben. Den gehört mir, habe ich gekauft. Du ihm geben, sonst du entlassen. Das war eine Alltagssituation. Ja. Ich musste ihm den geben, sonst hätte ich auf der Stelle den Job verloren. Bei Thyssen, dem größten Stahlkonzern Europas damals. Ja, ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass ich als Anwalt Besuch bekam von Mandanten. Mit Dolmetscher kam der dann und wo ich feststellen musste, dass die ungeheuer ausgebeutet und ausgenommen wurden von cleveren, damals Westberliner Geschäftsleuten. Wir wissen ja, dass die ersten... Müllend? Ja, Türke. Deutsch ist eine Wortzusammensetzung aus Deutsch und Türkisch. Deutsch finde ich, ist okay. Also auf jeden Fall angenehmer als... Ausländer, dann die Ausländerkinder, dann Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe ja, wann war das, vor 15 Jahren meine persönliche Definition gefunden. Das war Berliner Türke mit preußischem Einschlag. Ein Produkt dieses Prozesses, den wir Migration nennen, sitzt gerade hier und spricht mit Ihnen. Beginnen wir zunächst bei uns selbst, mit einer Nachrichtensprecherin des RBB. Denn es ist immer gut, bei sich anzufangen. Nadja Lühr ist Journalistin und Moderatorin beim RBB in Berlin, in der Stadt, in der sie geboren wurde, zur Schule ging und studiert hat. Niemand würde auf die Idee kommen, ihr zu sagen, dass sie erstaunlich gut Deutsch spreche oder prima integriert sei. Das liegt auch daran, dass sie einen deutschen Namen trägt. Der Spielhallenbetreiber Merkur hat Klage gegen das Berliner Spielhallengesetz erhoben. Doch ihre Eltern sind Türken. Vor über 20 Jahren kehrten sie zurück in ihre Heimat. Nadja wird sie, wie jedes Jahr im Sommer, für einige Tage besuchen. Ja, ich bringe immer Tee mit. Und zwar türkischen Tee, der aus der Türkei nach Deutschland importiert wird. Und hier kaufe ich den wieder in türkisch und bringe ihn zurück, weil der türkische Tee, der da verkauft wird, der ist nicht so toll wie der türkische Tee, der hier verkauft wird. Und deswegen bringe ich immer, also eigentlich normalerweise 5-6 Packungen türkischen Tee mit, die meine Mutter denn da verschenkt und verteilt. Ich habe mir selber nie Gedanken darüber gemacht, aber du wurdest ja immer gefragt. Was bist du jetzt? Bist du mehr Deutsch? Bist du mehr Türke? Also ich persönlich habe mir die Frage nie gestellt, sondern weil andere sie gestellt haben, habe ich allen gesagt, na, was bist du eigentlich für ein Quatsch? Nadjas Heimat ist Berlin. Die Heimat ihrer Eltern, die fast 3000 Kilometer entfernte Ägäis. Und dann gibt es noch dieses Dazwischen. Es ist Markttag in einem Dorf außerhalb von Izmir. Nadjas Eltern sind überglücklich über den Besuch aus der anderen Heimat. Das ist halt so ein bisschen so dieses Tragische der Türken, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die haben immer so eine Sehnsucht nach ihrer Heimat gehabt. Und immer irgendwie so eine Gespaltenheit. Die sind
halt im Sommer 6 Wochen in die Türkei gefahren und dann mussten sie zurück nach Deutschland und haben da gearbeitet und wollten aber eigentlich immer hier sein, in dem Land, in dem sie ja auch willkommen sind. Mit dem Scheiben- und Hackfleisch aufgeschichtete Dönerberg wird anschließend tiefgefrostet. Ist er dann einmal am Grill, muss er am gleichen Tag verbraucht werden. Was übrig bleibt, gehört in den Müll. Doch essen Türken selbst eigentlich Döner? Ich esse Döner, ja, aber nicht überall. Die Türken essen wenig Döner. Die Europäer, die anderen, die essen mehr Döner. Also eine Türke isst sehr wenig, weil viele kochen selber zu Hause. In Türkei isst man Döner auf dem Teller. In Deutschland isst man Döner auf dem Brot. Wer nicht gerade Unternehmer oder Akademiker ist, hat es als Türke nach der Wende schwer. Seine Arbeit übernehmen jetzt andere. Leute, die besser Deutsch sprechen als die aus der Türkei nachgereisten Familien. Der Ossi hat alles gemacht. Der Ossi hat für 4 Mark, 5 Mark gearbeitet. Ja? Du findest heute in der Gebäudereinigung fast 50% Ossis. Ist auch nicht mehr für Türken, nicht mal das kriegen wir. Und der letzte Paukenschlag gegen uns war jetzt der Wegfall dieser Freizügigkeit, dass jeder, der aus dem Ausland kommt, hier arbeiten kann, außer Rumänen und Bulgaren. Der Deutsche, der Deutschrusse, der Ossi, der Pole, der Lette, der Dings. Also wir sind jetzt irgendwie auf Platz 11, 12, kurz vorm Schäferhund. Zwischen Ostdeutschen und Türken entsteht ein Konkurrenzkampf darum, wer der bessere Deutsche ist. Murat Topal erfährt das am eigenen Leib, als er seine Ausbildung bei der Polizei in Ost-Berlin macht. Naja, ich war nicht nur der Einzige aus dem Westen, also aus dem ehemaligen, sondern eben auch nur der Einzige, der Murat hieß. Ja? Und die anderen hießen eben alle Ronny, Rico, Danny und so weiter. Ja? Und da wurde erstmal festgelegt von der Mehrheit, okay, Murat ist dann für den Müll zuständig. Ja? Konnte ich dann aber relativ zeitig entschärfen, weil ich eben das Glück hatte. Ja? Es war nämlich so, dass man bei der Polizei hat man auch Deutschunterricht bekommen, was ja an sich schon irgendwie witzig ist. Aber da ging es halt in erster Linie um Berichterstattung halt so, ne? Also Schriftform und sowas. Und wenn man im ersten Ausbildungsjahr in diesem Unterrichtsfach eine 1 bekommen hat, dann hatte man im zweiten Ausbildungsjahr immer bei diesen Unterrichtsblöcken Freizeit. Und das Schicksal hat es gut gemeint. Ich war jetzt der Einzige bei mir im Zug, der halt dann eine 1 bekommen hat und dementsprechend frei hat. Und immer wenn dann so ein bisschen was aufflackerte in diese Richtung, habe ich dann gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Ich gehe kurz eine Runde rüber, Sport machen. Kommt einer mit? Ach nee, ihr müsst jetzt zum Deutschunterricht. Die Deutschen müssen sich an noch mehr gewöhnen. Denn die meisten Türken haben nicht nur ihre Familie, sondern auch ihren Glauben mitgebracht. Jeden Freitag, den ich einrichten kann, gehe ich zur Moschee. Für mich ist das eben die halbe Stunde die Woche, wo ich auch mal zur Besinnung komme, mal überlegen kann. Die Türken werden nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für die Berliner Baupolitik benötigt. Trotzdem entscheiden sich die meisten zu bleiben. Denn noch immer ist es hier besser als in der Heimat, in der ein Militärputsch dem anderen folgt. Es gab die Diskussion, auch zeitweise Versuche von Zuzugsstopp, beispielsweise nach Kreuzberg oder nach Moabit. All das hat nicht funktioniert. Diese Debatten sind geführt worden. Deshalb ist die Integrationsdebatte nicht eine neuerliche Debatte, die irgendwann jetzt erst entstanden ist, sondern sie ist in der Tat schon viele Jahrzehnte lang geführt worden. Manchmal hat man Déjà-vu-Effekte. Wenn Sie nach Hause fahren, dann nur, um Urlaub zu machen. Zumeist mit dem Zug, mit dem sie auch gekommen waren. Ein junger türkischer Student arbeitet nebenbei für ein Reiseunternehmen. Er wundert sich, warum gerade die Türken nie einen Flug bei ihm buchen. Vural Öger geht direkt in die Wohnheime, um dort Flugscheine zu verkaufen. Sein wichtigstes Werkzeug ist eine Schreibmaschine. Derjenige, der schreiben konnte, der hat einen Respekt genossen bei den Bauern. Da habe ich gesagt, wie geht's dir, wo kommst du her und so.
Einige kamen mit Rezepten von einem Arzt, den sie nicht verstanden hatten, oder Befund von einem Arzt, irgendwie habe ich übersetzt. Einige wollten irgendwie Formulare, das habe ich gerne getan. Ich habe gesagt, jetzt kommt die Urlaubszeit. Ihr wollt sicher im Urlaub, ne? Habt ihr schon was gehört? Es gibt Flugzeuge, und Flugzeuge hätte man Angst. Was soll man sagen? Ich habe die Möglichkeit, euch ganz preiswert Flugzeuge anzubieten. Ja, wir haben gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, ich werde mitfliegen. So alte Masche. Und dann gesagt, ja, wenn er fliegt, dann fliegen wir mit. So habe ich das. Ich habe in diesen Wohnheimen die einzeln überzeugen müssen. Als ich den ersten Flug hatte, werde ich nie vergessen, Hamburg, Istanbul. Geflogen sind 114, gekommen sind über 500. Und zum ersten Mal eine Abschiedsszene im Flughafen Hamburg haben sie geküsst, geweint und so, also wirklich. Die Deutsche, für die Deutsche war so fremd, ja, 500 Türken auf einmal in der Abflugshalle. Es gab damals eine kleine Abflugshalle in Hamburg. Diese Türkenflüge waren alles voll. Die Deutschen konnten nicht mal rein in den Flughafen. Öger gründet seine eigene Gesellschaft und wird zu einem der erfolgreichsten Reiseunternehmer in Deutschland. Viele Türken reisen allerdings auch gern mit. Der musste ihnen leider sagen, also bevor sie so einen Vertrag unterschreiben, müssen sie ihn durchlesen. Aber die konnten ja gar nicht lesen. Und Deutsch schon gar nicht. Da kauft so eine GmbH und Co. KG so einen Häuserkomplex auf. Die Leute werden über kurz oder lang rausgeekelt. Dann wandert man durch dieses Haus, zertritt Türen und Fenster und vielleicht noch die Kachelöfen, dann ist das Haus entmietet. Und dann stellt man den Antrag auf Abriss, den kriegt man und kann seinen sozialen Wohnungsbau da hinstellen, mit dem man das richtige Geld verdient. Die Türken werden nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für die Berliner Baupolitik benötigt. Trotzdem entscheiden sich die meisten zu bleiben. Denn noch immer ist es hier besser als in der Heimat, in der ein Militärputsch dem anderen folgt. Es gab die Diskussion, auch zeitweise Versuche von Zuzugsstopp, beispielsweise nach Kreuzberg oder nach Moabit. All das hat nicht funktioniert. Diese Debatten sind geführt worden. Deshalb ist die Integrationsdebatte nicht eine neuerliche Debatte, die irgendwann jetzt erst entstanden ist, sondern sie ist in der Tat schon viele Jahrzehnte lang geführt worden. Manchmal hat man Déjà-vu-Effekte. Wenn Sie nach Hause fahren, dann nur, um Urlaub zu machen. Zumeist mit dem Zug, mit dem sie auch gekommen waren. Ein junger türkischer Student arbeitet nebenbei für ein Reiseunternehmen. Er wundert sich, warum gerade die Türken nie einen Flug bei ihm buchen. Vural Öger geht direkt in die Wohnheime, um dort Flugscheine zu verkaufen. Sein wichtigstes Werkzeug ist eine Schreibmaschine. Derjenige, der schreiben konnte, der hat einen Respekt genossen bei den Bauhausgesellen. Da habe ich gesagt, wie geht's dir, wo kommst du her und so. Einige kamen mit Rezepten von einem Arzt, den sie nicht verstanden hatten, oder Befund von einem Arzt irgendwie, habe ich übersetzt. Einige wollten irgendwie Formulare, das habe ich gerne getan. Ich habe gesagt, jetzt kommt die Urlaubszeit, ihr wollt sicher im Urlaub, ne? Habt ihr schon was gehört? Es gibt Flugzeuge, und Flugzeuge hätte man Angst, was soll man sagen? Ich habe die Möglichkeit, euch ganz preiswert Flugscheine anzubieten. Ja, wir haben gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, ich werde mitfliegen. So alte Masche. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn er fliegt, dann fliegen wir mit. So habe ich das. Ich habe in diesen Wohnheimen die einzeln überzeugen müssen. Als ich den ersten Flug hatte und zum ersten Mal eine Abschiedsszene im Flughafen Hamburg, haben sie geküsst, geweint und so, also wirklich. Die Deutsche, für die Deutsche war so fremd, ja, 500 Türken auf einmal in der Abflugshalle. Es gab damals eine kleine Abflugshalle in Hamburg. Diese Türkenflüge waren alles voll. Die Deutschen konnten nicht mal rein in den Flughafen. Öger gründet seine eigene Gesellschaft und wird zu einem der erfolgreichsten Reiseunternehmer in Deutschland. Viele Türken reisen allerdings auch gern mit dem Auto in die Heimat.
Zum einen, um mehr Gepäck mitzunehmen und zum anderen, um zu zeigen, dass man es zu etwas gebracht hat, wie der Bruder von Mustafa Karadeniz. Kommen Sie ran, das Fernsehen kann warten. Bitte schön. Sie hätten mal sehen sollen, wie stolz der war, als wir den ersten 190er geholt haben, nagelneu am Salzufer. Baranzahlung 12.000 oder 14.000 Mark in Bar. Und alles so, der ist ja auch Schneider und Reiniger, ne? Und als er dann an die Kasse ging und die Frau sagte, oh je, ist aber viel klein, ne? Weil da waren wirklich noch 20 Mark und 50 Mark Scheine dabei, weil so viel 1000 Mark. Und da sagte er, ist aber gebügelt. Da hatte der echt jeden Schein. Inzwischen bleiben die Türken nicht nur wegen der Arbeit, sondern weil sie selbst Kinder bekommen haben, die hier zur Schule gehen. Und denen geht es in Deutschland deutlich besser als in der Türkei, in der die Schulpflicht gerade mal bis zur 5. Klasse gilt. Meine Kind geboren, einen Monat noch nicht, ein paar Tage, 2 Wochen alt, Tochter. Ja, na, meine Eltern haben gearbeitet. Die haben also quasi 7 Tage in der Woche gearbeitet. Die waren halt fast nie da. Wir brauchen natürlich Geld, moderne Leben. Und ich war nicht im Kindergarten, sondern bin halt zu Tante Bernd gegangen. Also sie war unsere Wohnungsnachbarin und die war 70. Und die war halt auch eine einsame Frau, denke ich so im Nachhinein. Und die fand es toll, mit mir zusammen zu sein. Bei Tante Bernd habe ich mich total komplett geborgen gefühlt und viel wohler. Also die hat mir Fahrradfahren beigebracht, Schwimmen beigebracht. Wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, manchmal, da lief dann so eine türkische Familie lang, da hat sie immer gesagt, ach guck mal, da sind deine Landsleute. Und das habe ich immer so als etwas empfunden, so siehst du, das sind deine Landsleute und du gehörst nicht zu mir. Also wir haben zwar ein inniges Verhältnis, aber du bist trotzdem anders als ich. Die Kinder lernen in den Schulen besser und schneller Deutsch als Türkisch zu Hause. Wir sind zur Krippe gegangen, haben dort Deutsch gelernt und haben vormittags praktisch nur Deutsch gesprochen. Deswegen haben meine Eltern darauf Wert gelegt, dass wir zu Hause Türkisch sprechen. Nur meine städtischen Westberliner Bezirken. Kreuzberg liegt zu dieser Zeit am Rand von Westberlin. Die Welt ist an der Mauer zu Ende. Die Besitzer der vom Krieg angefressenen Häuser freut der Zuzug der Türken. Die beschweren sich nicht und zahlen zunächst anstandslos die völlig überteuerten Mieten. Oft nicht pro Zimmer, sondern pro Bett. Selbst Dachböden werden zu Wohnungslagern umfunktioniert. Doch für die Ghettoisierung werden selten die Hausbesitzer verantwortlich gemacht. Auch wenn nicht direkt ein Ghetto sein. Nein, nicht Ghetto, aber dass sie jetzt besonders sind. Ein Bezirk ja. Oder ein Viertel, wo jetzt nur Türken oder Ausländer sind und ein Deutschen, ja? Dann würde doch nicht so viel Reibereien geben. Sie hätten überhaupt gar nicht hier reinbringen lassen sollen. Warum nicht? Nein, die darf man nicht. Und in dieser Situation haben die sich an einen Anwalt gewandt. Und der musste ihnen leider sagen, also bevor sie so einen Vertrag unterschreiben, müssen sie durchlesen. Aber die konnten ja gar nicht lesen. Und Deutsch schon gar nicht. Da kauft so eine GmbH und Co. KG so einen Häuserkomplex auf. Die Leute werden über kurz oder lang rausgeekelt. Dann wandert man durch dieses Haus, zertritt Türen und Fenster und vielleicht noch die Kachelöfen. Dann ist das Haus entmietet. Und dann stellt man den Antrag auf Abriss. Den kriegt man und kann sein sozialen Wohnungsbau da hinstellen, mit dem man das richtige Geld verdient. Die Türken werden nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für die Berliner Baupolitik benötigt. Trotzdem entscheiden sich die meisten zu bleiben. Denn noch immer ist es hier besser als in der Heimat, in der ein Militärputsch dem anderen folgt. Es gab die Diskussion, auch zeitweise Versuche von Zuzugsstopp, beispielsweise nach Kreuzberg oder nach Moabit. All das hat nicht funktioniert. Diese Debatten sind geführt worden. Deshalb ist die Integrationsdebatte nicht eine neuerliche Debatte, die irgendwann jetzt erst entstanden ist, sondern sie ist in der Tat schon viele Jahrzehnte lang geführt worden. Manchmal hat man Déjà-vu-Effekte.
Wenn sie nach Hause fahren, dann nur, um Urlaub zu machen. Zumeist mit dem Zug, mit dem sie auch gekommen waren. Ein junger türkischer Student arbeitet nebenbei für ein Reiseunternehmen. Er wundert sich, warum gerade die Türken nie einen Flug bei ihm buchen. Vural Öger geht direkt in die Wohnheime, um dort Flugscheine zu verkaufen. Sein wichtigstes Werkzeug ist eine Schreibmaschine. Alles Wohnung und Lassen für Kinder. Dann habe ich meine Liebste nehmt, vor 22 Jahren hier gebracht. Hier war Türkei schön. Sonne scheint gut, Luft ist gut, Wasser mehr. Die haben uns dann einfach ja, so freigelassen, so empfinde ich das, indem sie zurückgegangen sind. Die Eltern, die immer arbeiteten und nie für die Kinder da waren, sind fort. Doch so richtig frei fühlt sie sich noch immer nicht. Die Eltern sind zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Doch was sind ihre Wurzeln? Ist sie Türkin? Ist sie Deutsche? Sie beschließt, ihren türkischen Namen abzulegen und fortan Nadia Lür zu heißen. Ich habe ihn, als ich meinen deutschen Pass bekommen habe, mit 18, so ein bisschen deutscher gemacht. Und das war für mich damals auch ganz wichtig. Das gehörte eben dazu, nicht mehr so als Fremde wahrgenommen zu werden, sondern eben komplett als Deutsche. Und ich wollte auch nicht immer, wenn man mich kennengelernt hat und dann hat man meinen türkischen Namen gehört, dann immer sofort mich auf dieses Türkisch dann reduziert. Und ich wollte einfach erstmal so als Person wahrgenommen werden, als die Person, als die ich bin. Und als ich dann diesen viel deutscher klingenden Namen dann hatte, war das auch so. Da spielte es überhaupt keine Rolle mehr. Keiner hat zu mir gesagt, was? Man merkt es dir gar nicht an, man sieht es dir gar nicht an, dass du türkisch bist. Das spielte dann keine Rolle mehr. Und das war für mich viel einfacher, einerseits. Andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass ich meine Eltern zum Beispiel damit sehr verletze. Und dass auch so türkische Verwandte und Bekannte das als Verrat empfunden haben. Also ich habe schon auch einen Teil meiner Identität abgelegt dadurch oder verleugnet und hatte auch das Gefühl, dass das auch nicht wirklich gesund ist. Also ich weiß nicht, jetzt über 20 Jahre später, ob ich das jetzt noch mal gemacht hätte, das weiß ich nicht. Mittlerweile bin ich aber so beheimatet, auch in meinem deutschen Namen, ja, dass ich das auch bin. Also ich bin auch Nadia Lür. Fragen wir zum Schluss nicht nach den Türken, sondern nach uns selbst. Wer sind eigentlich wir? Wir Deutsche sind wenig flexibel. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft, unflexibel zu sein. Typisch deutsch ist, dass man Dinge verkompliziert. Wir überlegen dreimal, wir sind viel größere Bedenkenträger. Naja, wenn wir so 10 Leute am Tisch sitzen, es geht um Bezahlen, dann sagen sie, komm, wir zahlen mal heute auf Deutsch. Das heißt, jeder für sich. Das ist ein Klassiker. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Wenn keiner mit mir spricht, dann bin ich ein typischer Türke. Dann bin ich wirklich ein echter Türke. Aber wenn man mit mir spricht, dann bin ich doch ein, denke ich, umgänglicher Mensch. Oder? Wenn wir im Heim gelebt haben, zusammengetrommelt, weil die mussten hin und her gefahren werden, und dann fragte meine Mutter die Nachbarin, was ist denn los, was ist denn los? Da sagt sie, naja, Feierabend, weil die war wohl schon ein paar Wochen da. Sagt meine Mutter, sind die Deutschen doof? Um 2? Feierabend? Und sie war immer, auch heute noch, sie macht uns aus der Türkei noch wirklich die Hölle heiß und Feuer unterm Arsch, wenn wir nicht arbeiten. Oder weil sie sagt, ohne die Deutschen damals, ohne diese Möglichkeit in Deutschland gearbeitet haben zu dürfen, sagt sie, wären wir verhungert. Es ist die Zeit, in der auch Nadjas Eltern nach Berlin kommen. Auch für sie ist es eine Flucht. Aber nicht die vor der Armut, sondern vor einer spießigen Gesellschaft. Die Eltern meines Vaters, die wollten nicht, dass mein Vater meine Mutter heiratet. Und die waren aber ein Liebespaar und wollten heiraten. Die Familie meines Vaters, die war sehr reich. Und die Familie meiner Mutter, die war sehr arm. Und das war so Mitte der 60er Jahre. Da gab es halt gerade dieses Gastarbeiterabkommen. Und da fing halt überall Zettel in der Türkei aus, dass sie türkische Arbeitskräfte suchen. Die hat meine Mutter gesehen und hat sie gesagt, dann gehen wir halt nach Deutschland. Diese Bilder ist meine Frau. Erste Woche ist 1966 bei Siemens Arbeit bei Lütt.
Und dann hat sie meinen Vater nachholen lassen, so 2-3 Monate später. Ende Juli, also 2-3 Monate später, die kommen auch Siemens. Erst einmal arbeite ich bei Siemens. Und hat er den ersten Tag gedacht, okay, das mache ich noch, und den zweiten? Ganzen Tag Farbe gemacht, abends zu Hause kommt, dachte mit mir. Wir müssen jetzt zurück, Türkei, kann ich nicht. Er war super unglücklich und hat sich so als, ja, Mensch zweiter Klasse gefühlt. Die Türken machen das, was die Deutschen nicht mehr machen wollen. In der Mehrheit stehen nun sie an den Fließbändern. Als die Türken auch in den Betriebsrat drängen, wird ihre Arbeit selbst von der IG Metall behindert, erinnert sich der ehemalige Gewerkschafter Hakan Doganay. Urlaub gibt es kaum. Selbst zur Toilette dürfen sie nur zu festgelegten Zeiten gehen. Also Arbeitsbedingungen waren sehr, sehr schlimm. Erstens, Fließbandarbeit ist an sich ein sehr schlimmer Arbeitsprozess. Und zweitens, da sie auch überwiegend Dreischichtbetrieben gearbeitet haben, sie waren mehr oder weniger körperlich kaputt und sie haben auch im Vergleich zu ihren Arbeitsverhältnissen auch sehr wenige Lohn bekommen. Ich hatte aber schon als Deutscher am Fließband bei Ford gearbeitet. Und da war es noch ungewöhnlich, dass ein Deutscher überhaupt ans Fließband wollte. Da sagte mir der Mann vom Personalbüro, Sie haben doch hier Gymnasiumbesuch und so weiter. Sie können sofort als Angestellter arbeiten, am Fließband arbeiten, das wurde abfällig gesagt. Arbeiten doch nur noch Ausländer. Also als ich erst mal freigestellter Betriebsrat war, war ich in der Personalabteilung. Wollte ich Personalakten von ein oder anderen Mitarbeitern anschauen, die Migrantenhintergrund gehabt haben. Da stand ganz groß Problem. Arbeitende Menschen, solange man braucht, solange sie funktionsfähig sind. Aber in dem Moment, wenn sie krank sind oder älter werden oder arbeitslos werden, ja, dann heißt es auf einmal, ja, die sind ein Problemfall. Wie Sarrazin. Selbst ist Sarrazin ein Problemfall in diesem Lande. Und ich finde es wirklich traurig, dass Menschen immer noch sagen, ja, der hat ja recht. Ich meine, womit hat er denn recht? Hinter vorgehaltener Hand sagt man schon, also diese türkischen Männer und diese Kopftuchmädchen, die gehen mir auf die Nerven. Das habe ich auch bei den Grünen früher gehört. Und dieses Bauchgefühl, das hat der Sarrazin hat es angesprochen. Und dann hatte er ganz viel Zustimmung. Und es war dann ein Punkt, wo wir Politiker uns auch vor dieser Debatte gar nicht mehr verschließen konnten, weil die war da. Und das war schon so, dass er einen Abszess aufgestochen hat. Und dann kam dieser ganze Eiter kam dann plötzlich raus. Hat er dann etwa den Spannungen, den Problemen durch sein Buch irgendwie geholfen? Was hat er dann erwirkt? Ich kann sagen, was er erwirkt hat, dass viele Türken sich noch mehr zurückgezogen haben. Und erneut schwebt ein Wort wie eine Drohung über der Stadt, das von der Parallelgesellschaft. Ja, aber das gibt's doch. Parallelgesellschaften gibt es doch. Ich weiß gar nicht, warum sich die Politiker aufregen. Es gibt's. Es gibt den Türkenkiez, es gibt den Russenkiez, es gibt den Schwulenkiez, es gibt den Reichenkiez. Das gibt es doch. Selbst innerhalb der deutschen Schicht, die Gesellschaft, gibt es so viele kulturelle Unterschiede. Ein Bergarbeiter Anton aus Wanne-Eickel hat nicht die gleiche Kultur wie ein Hamburger, der in Kampfen auf Sylt Austern schlürft. Es ist auch immer noch keine Aussage darüber, ob die Parallelgesellschaft funktioniert oder nicht. Solange sich keine Gegengesellschaften bilden, solange jetzt nicht Türken gegen Araber oder Türken gegen Deutsche anfangen, irgendwelche Kriege zu führen, solange ist es doch in Ordnung. Einer dieser Orte, an dem die meisten lieber schnell vorbeilaufen, ist die Kampfschule von Bülent Çalıkiran. Dabei lohnt sich ein genauerer Blick sehr wohl. Ich habe damals ein bisschen vor den Kopf gekriegt von irgendwelchen Jugendlichen. Und danach habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich meine Eltern sozusagen gezwungen, mir die Schule irgendwo zu besorgen und dann zu bezahlen, und damit ich dann trainieren kann. Es waren ja 5, 6 Jugendliche. Und die waren der Meinung, die müssten mir ein Fahrrad mitnehmen. Und ich habe es natürlich nicht zugelassen, und die haben dann auf mich eingeschlagen. Zu Hause habe ich von meinem Vater noch einen Rind bekommen, weil ich dazu gelassen habe, dass sie mich geschlagen haben. Ja, und danach ging es los mit dem Sport. Das Fahrrad war weg? Das Fahrrad war nicht weg. Das Fahrrad war